Moin, sind Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zum Mass Effect Andromeda. Wir sind bereit, an der Nexus anzudocken, gucken uns vorher nochmal die Geißeldaten an, die Sam für uns analysiert hat. Und ganz vorher gucken wir nochmal in den Codex. Da sind nämlich romantische Verwicklungen. Uha! Sie haben außerhalb der Tempest und ihrer Arbeit als Pathfinder Gelegenheiten für Liebesbeziehungen gefunden. Sie haben die Angara-Museumskuratorin Avela Kiar auf Aya umworben, doch sie hat die Beziehung auf Eis gelegt, ehe sie sich ernsthaft entwickeln konnte. Oh. Ja, nicht schlimm. Weiß nicht, ich habe echt nicht so wie in den vorherigen Teilen irgendwie eine Bindung zu den Figuren aufgebaut bis jetzt. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Die Relikte. Reliktschöpfer. Die Jardan sind eine geheimnisvolle Spezies oder Gruppierung, die die Bots und Technologie gebaut hat, die wir als Relikte bezeichnen. Laut den Aufnahmen und Funden in Kita Sira waren sie nicht nur an Terraforming im großen Stil interessiert, sondern auch an der Erschaffung von intelligentem Leben. Einer ihrer erfolgreichen Schöpfungen, die Angara, wurde auf mehreren Welten im Helios-Cluster angesiedelt. Die Motivation der Jardan für diese Schöpfung ist noch unbekannt. Noch ihre Arbeit wurde durch den Einsatz der Geißel unterbrochen, der entweder durch eine Bedrohung von außen erfolgte oder das Ergebnis einer Spaltung der Jardan-Gesellschaft war. Ach, der Einsatz der Geißel. Ah. Diese Waffe verwüstete die von den Jardan kultivierten Welten und zwang sie dazu, den Helios-Cluster zu verlassen. Allerdings erst nachdem sie Meridian abgeschaltet und in Sicherheit gebracht hatten. Der derzeitige Aufenthaltsort und Zustand der Jardan sind unbekannt. Ob sie nach Helios zurückkehren, bleibt abzuwarten. Ja. Lassen wir uns mal überraschen. Noch mehr Relikte. Blablabla. Ah. Untersuchungen in Kita Sira haben gezeigt, dass Relikte von einer Spezies oder Gruppierung gebaut wurden, die Jardan genannt wird. Die Technologie sollte Leben unterstützen, das die Jardan erschaffen hatten, indem mit Hilfe der Gewölbe die Ökologie ganzer Planeten verwaltet wurde, die von einem zentralen Punkt namens Meridian aus gesteuert wurden. Die Geißel zerstörte die Verbindung zwischen Meridian und diesen Gewölben und deaktivierte zahlreiche technologische Schöpfungen der Jardan. Die Jardan selbst verließen den Cluster kurz darauf mit unbekanntem Ziel und ließen ihre Technologie als Relikte ihrer Zivilisation in Helios zurück. Na toll, super. So, das ist bestimmt wieder die Geißel, ne? Ja. Gut. So, dann gucken wir uns die Geißeldaten mal an. Verlaufen, hier. Approximating Remnant Ship Dynamics. Sam? Building Predictive Model. Between the Remnant City Meridian and however the Scourge fits in, pardon my Martian, but it's all weird as shite. Marcianisch, ja. Mhm. Seems busy up here. Did I get what we needed? You got us something, all right? The key to it all. In here. The mother of all navigational aids. Take that back to the Remnant City, find an override, and their ships will fly the same vector as Meridian. With correction for the Scourge, you'll have its exact location. The heart of the Vault Network. We can do it. Okay, da sollen wir zur Reliktstätte zurückkehren. Aber vorher statten wir Nexus nochmal einen Besuch ab. Ich will nämlich diesen blöden Videoabend endlich durchführen, durchziehen, dingsen, ihr wisst schon. Dinge machen mit Videos und Alkohol und Snacks. Und Freunden. Ganz wichtig. Schade, dass man das Schiff nicht upgraden kann. Ich meine, man macht auch so nichts mit dem Schiff. Auch schade eigentlich, ne? Aber wenn man irgendwie, na, weiß ich nicht, die Scanner ein bisschen upgraden kann vielleicht. Oder dass das Schiff schneller fliegt oder, keine Ahnung, ich hätte mir da ein bisschen mehr, ja, Mini-Gameplay eigentlich gewünscht. So, was haben wir denn hier direkt? Schauen wir mal. Ach, da gibt's den Schnaps, oder was? Beim Gemischtwarenhändler.
Hätte ich ja direkt im Vortex gesucht. Aber gemischt waren Händler ist auch okay. Good morning. Got this. Got that. Still missing the. Nice to see you again. So. So, wir haben Unmengen von Bergungsgütern schon wieder. Da ist er. Schnaps. Handel bestätigen. So, wo müssen wir denn noch hin? Hier gibt es direkt noch was. Sehe ich das? Vortex. Drag, Vortex. Ist auch direkt hier nebenan. Ja, wer denn? Er hat mich denn gerade angequatscht. Avina? Welcome, traveler. How may I assist? Nee. That's all. It has been my pleasure. Wer hat mich hier angequatscht gerade? Hier unten sie? Nee. Irgendjemand hat mich doch gefragt, ob ich mal eine Minute Zeit hätte. Irgendjemand da oben? Das kam schon aus der Richtung, ne? I talk to my family every day. They can't believe half of what I tell them. Wer quatscht mich hier an? Hier höre ich das auch nicht mehr. Ach, Terry, ja, wo ist sie denn? Ich sehe die gar nicht. Ich suche nach einer Asari. Ja gut, dann reden wir erstmal mit Drag und kümmern uns hinterher um Terry. Merkwürdig. Sehr merkwürdig. So, wo ist denn mein Lieblingstrack? Vorne an der Bar. Spielen wir an der Bar? The others aren't here yet, but it shouldn't be long. The others? Cash and Vorn. If we're gonna teach you Krogan games, we're gonna need more Krogan. No. Hey. Vorn doesn't bug you as much as you pretend he does, huh? Yeah, don't tell anyone. He's smart, real handy with plants, kept the colony alive and going after we left the Nexus. Cash made a good choice there, not that I had any say in the matter. So, fire-breathing thresher maws of doom. That's right, pretty basic game. First one Krogan kids usually play. I've seen vids. And I know thresher maws are damn huge, but fire-breathing thresher maws of doom? That sounds like overkill. You'll see, it's great. Right, so, what are the rules? Kids game, remember? It's simple. Burn down all the other pieces on the map. You win. Okay, hört sich super an. I can work with fire. This is gonna be great. Vorn's bringing root snacks. Corkrow's my favorite. I'll load up the mini flamethrowers when the others get here. Well, at least the table is fireproof. I think. Yeah, just don't hit the drinks. Bartender will have a fit. Ich hätte das Spiel aber gerne mal gesehen jetzt. I don't believe you. You're putting me on. Oh, Dutch, would I lie to you? Yes.
yes, you would. Absolutely. Surfing a shuttle as it crash lands on an asteroid. No one's that crazy. Not even you. Right? Best landing ever. Hey there. Hey. The flag of the Tao again. That's yours, Nexus. Things are tense around the pub. But not like that first 14 months, thanks to us. I think they raised the drink prices, though. Bastards. One villain at a time, Liam. Priorities, Pathfinder. Okay. Die erhöhten Getränkepreise kümmern wir uns dann im Mass Effect 4. So, und jetzt finden wir mal Carrie Tevessa. Ich meine, die müsste eigentlich ziemlich gut zu finden sein. Die steht eigentlich immer hier vorne. Ist blau. Aber irgendwie ist das schon wieder verbuggt, befürchte ich. So. Den müssen wir auch bei Lexi abliefern. Die steht echt irgendwo über uns. Ach, da oben steht die. Ha, ja. Klar, deswegen habe ich das nur in der Ecke gehört, aber da hat mir das Spiel das aus der vollkommen falschen Richtung gezeigt. Ich hatte es so deutlich auf dem linken Ohr. Ja, klar. You're back. My arrest was a clerical error. Translation, our heroic Pathfinder took an interest and now your bad PR. Truth hurts. A Pathfinder can handle the dangers out there. For us ordinary people, it's too much. I want to finish the documentary, take a stand for what matters. But what is that? What's best for the initiative? Ja, die Wahrheit. People deserve the truth. Today and 1,000 years from now. Let's give it to them. Okay, have your Sam give me everything it recorded in that remnant city. I'll give them raw footage, uncompromising, every challenge we need to overcome. And that will be the grand finale to my documentary. I'm free to take a break with whomever I like. You mean? I hope you still feel that something. I still do. Meet me at Vortex later. We deserve a night out. Da war ich doch gerade. Mensch. So, dann treffen wir uns doch mal im Vortex mit Carrie. Es wird noch einen Interview-Slot geben. Echt? Ich weiß nicht. Vielleicht ganz am Ende nochmal, nachdem wir alles gerissen haben. You made it. I ordered some snacks. You like these, don't you? I do, actually. Thank you. And I asked the bartender to signal if you're... if you know who comes by. It's funny, I know so much about you already. I guess this is your chance to get to know me. Okay. Then tell me everything, mysterious Miss Tevessa. Like, how did you get into journalism? My parents were ambassadors. I had a misspent youth sailing around the bay and going to fancy diplomatic parties. Thing is, a lot of politics gets decided at those parties. History's made, and no one's watching. One day, I put down my cocktail and picked up a camera. Oha. And your parents were just fine with you filming all their important friends? Oh, goddess, no. They disowned me. But it brought me to Andromeda. And to you. I know what this is. Out there, you have another life. But when you come home, maybe we can belong together. This? Spending more time with someone like you? What more can I ask for? Try asking. I might surprise you. What if we skip out? Have drinks at my place instead. What are we having? Whatever you'd like. Okay. Ja. Super Sache hier. Läuft.
So, dann zurück auf die Tempest. Alkohol abliefern. Vorher schauen wir vielleicht nochmal Nachrichten. Hi. Mhm. Sifki, HNS Reliktstadt, entdeckt. Auf einer Raumstation im Sifki-System wurde eine ganze Reliktstadt entdeckt. Hinsichtlich der Station wurde spekuliert, dass es sich bei ihr um Meridian handeln könnte, einen mutmaßlichen Schlüssel zum Erhalt des Lebens in der Galaxie. Durchgesickertes Bildmaterial zeigt Einheiten der Initiative, die in der Station auf schweren Widerstand durch die Kette gestoßen sind. Verschiedene Quellen auf der Nexus haben HNS gegenüber außerdem bestätigt, dass es sich bei der Stadt nicht um Meridian handelt und die Suche weitergeht. Ja, machen wir. Nächstes Mal. Heute genießen wir hoffentlich einen Filmabend. Ich meine, wir haben doch wirklich langsam alles, oder? Oder müssen wir uns jetzt noch auf die Filmauswahl einigen? Nee, eigentlich haben wir ja ganz am Anfang schon eine ganz große Auswahl runtergeladen. Und wenn die sich bis jetzt noch nicht geeinigt haben, die Leute, dann machen wir einfach 5 Videoabende. So, Lexi. Vetra? Vetra hat nach mir gesucht. Okay. You have AVP outstanding, Pathfinder. Na, da ist Lexi. Alcohol. One bottle of Acanta. Barely opened. It's medicinal, you understand. Cuts down hangovers, which will save PB and Drax some grief. Of course. Thank you, Ryder. Would you ask Liam when we're doing this? I've got a couple of things to finish up. Na klar. I'll let you get back to it. I'll be here if you need me. Liam. I say, let's enjoy a few movies. And everyone else says, no, let's have an extravaganza with all the trimmings. You're complaining? No. Well, maybe, because now I need to do it all justice. You got me a decent library, but I heard someone has a director's cut of Last of the Legion, the banned version, remastered, no crappy extras added for the Hanno. And you want me to look for it? It'd be the gold-dusted cherry on your sundae. In the meantime, I'll get things set. We're more than ready for a night in. Echt jetzt? Auf Kadara. Nun gut. In the armory, Ryder. Jop, bin unterwegs. Oh, Pibi hatte auch nach uns gefragt, ne? Oh, aber es könnte Ärger geben. Ich meine, wir haben ja jetzt mit mehreren anderen Frauen rumgeflirtet. Hey Ryder, what are we going to do if Meridian isn't what we expect? What do you mean? What if it isn't where it's supposed to be? Or it doesn't work the way we think it does? Eh. Come on, that'd be the fourth time now. Our luck can't be that bad. It's just we never really know what we're going to get with this remnant stuff. I've been going back and forth. Glee one second, worry the next. If it sounds too good to be true, it usually is. Learn that the hard way. We still have to try. We still have to hope. You always know the right thing to say. No matter what happens, at least we won't be alone. Oh, okay. Komische Reaktion von Scott gerade. What can I do for you, Pathfinder? Steht da eine offene Dose im Regal. You probably have work to do. We can chat later. You know where to find me. Da steht eine offene Dose im Regal. Unglaublich. So, Pibi, das machen wir heute noch, weil bis zum nächsten Mal habe ich das hundertprozentig wieder vergessen. Oh Mann, mal sehen, was die Gute möchte, was sie gefunden hat irgendwie. Suvi. Hey there, got a sec? Sure.
Okay, sie wollte nichts. Thanks for chatting. We'll talk again later. You know it. Ich dachte, sie wollte wegen des Alkohols mit uns reden oder so. Keine Ahnung. Gut, ja, dann würde ich sagen, was ist für heute schon wieder, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal mit dabei seid, wenn wir hoffentlich endlich diesen blöden Videoabend starten können. Macht's gut und bis dann. Ciao.